Hallo zu einer neuen Ausgabe der OV-Video-Wochenschau. Schnelles Internet. Landkreis Vechta erhält 15 Millionen Euro vom Bund. Genehmigt sei die volle Höhe des beantragten Zuschusses. Laut Landrat Herbert Winkel startet nun umgehend die Ausschreibung des Breitbandausbaus in bisher schlecht versorgten Ecken des Landkreises. Und aufgrund eines Lehrermangels droht dem Landkreis massiver Unterrichtsausfall. Möglicherweise können zum neuen Schuljahr in Barkum 3 Lehrerstellen nicht besetzt werden. Wenn das nicht gelingt, könnte die Unterrichtsversorgung auf 67% sinken. Wir sind ein Sauenhaltungsbetrieb. Wir produzieren Ferkel, die in der überwiegenden Zahl später in den Verkauf gehen. Das heißt, sie werden geboren, aufgezogen und gehen dann in einer Größenordnung von 25 bis 30 Kilogramm in den Verkauf. Eine kleine Größenordnung messen wir immer selber. Also wir sind im Prinzip ein geschlossenes System, obwohl dann eine große Anzahl an Ferkeln an fremde Mester verkauft wird. Doch Brunhild Fangmann unterstützt nicht nur ihren Ehemann auf dem Hof, sondern arbeitet in der Unibibliothek in Vechta. Mein liebster Arbeitstag ist, dass ich morgens erst nach Vechta fahre, dort meine Arbeitszeit einfach absolviere, dann nach Hause fahren kann und mir dann anschaue, was liegt heute an. Hallo liebe UV-Freunde, an diesem Wochenende ist wieder einiges los hier im Landkreis. Unter anderem kommen die Theaterfreunde auf ihre Kosten. Hier im Metropol läuft am Samstag das Theaterstück Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel um 14 und um 17 Uhr. Tickets dafür gibt es noch bei der Touristinfo und bei der Stadt Vechta. Und das ist unser erster Veranstaltungstipp. Ja, einige von euch kennen ihn vielleicht. Das ist Martin Schneider, der Comedian. Und der ist am Samstag in Goldenstedt zu Gast. Und zwar tritt er in der Mehrzweckhalle auf. Das Ganze beginnt um 20 Uhr. Und Tickets dafür gibt es beim Verein Kultur erleben. Auch hier im Gulfhaus ist am Wochenende was los, und zwar ist die Hamburg Blues Band zu Gast. Die Band spielt Bluesrock seit 35 Jahren und tourt dabei durch Deutschland. Und das Ganze geht dann los am Samstag um 20 Uhr. Tickets dafür gibt es natürlich noch im Vorverkauf und auch an der Abendkasse. Ja, und Kabarett gibt es am Wochenende an den Gleisen, und zwar im Kulturbahnhof in Neunkirchenförden. Dort ist die Kabarettistin Karin Zimny zu Gast. Sie spielt alleine ein Duo, das nennt sich Ingeborg und Ingeborg. Das Ganze geht dann um 20 Uhr los im Kulturbahnhof. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.